1,5 Jahre haben die Mitglieder des Fanclubs gewerkelt, gehämmert und fast 9.500 Tonnen Beton verbaut, um aus dem Bunker ein Vereinsheim zu machen. Eine echte Herausforderung. 110 Tonnen Schutt haben wir hier raus abgestemmt, also im ersten Stock und im zweiten Stock oben. Und nachdem ja noch keine Fenster drin waren, kannst keine Bauschrutsche verwenden, haben wir das alles, die Jungs und Mädels, also hier mit Hände und den Eimern runtergetragen. Das ist eine schöne, gewaltige Masse. Jetzt kann sich der Fanbunker aber sehen lassen. Am Fliesenspiegel vorbei, der an die 250 Unterstützer erinnert, geht es direkt in das Vereinsheim hinein. Zuerst in einen Raum, der gleich an gute alte Zeiten erinnert. Hier wollten wir uns ein bisschen erinnern an unser erstes Vereinsheim in der Erlanger Straße. Da war halt sehr viel mit Holz und auch ein wenig leicht dieser irische Stil. Und auch mit also Schals und Trikot, Bilder an der Wand. Und das wollten wir hier also auch wieder ein bisschen abbilden. Von hier aus kommen die Fans direkt in den Hauptraum. Der sah 2020 noch ganz anders aus. Kleine Räume und Vollziegelwände überall. Jetzt finden sich hier jede Menge Tradition und Liebe zum Detail. Das ist alles hier handgemalt. Wie gesagt, erinnert auch an den Sportpark Ronhof, an die alte Anzeigetafel. Und das ist dann auch gleichzeitig die Verbindung in diese Loge. Wir nennen das hier Loge. Und hier haben wir jetzt halt hier so einen Zeitstrahl entsprechend abgebildet. Beginn der Spielvereinigung des Sportpark Ronhofes. Die ganzen Jahre, was also hier in Bildern entsprechend dokumentiert ist. Nur eine Ecke weiter befindet sich dann die Wall of Fame der Spielvereinigung Greuther Fürth. Hier haben wir nochmal abgebildet die Jahrhundertelf. Nachdem ja unser Verein schon über 100 Jahre alt ist, hat die Fanszene mal vor etlichen Jahren beliebte Spieler aus denen über 100 Jahre gewählt, daher der Name Jahrhundertelf. Und die haben wir hier so als Kabine ein bisschen abgebildet. Aus dem Grund auch die alten Sitze, die können wir hier mit integrieren. Das Andenken komplettiert den Bunker, auf den die Kleeblatt-Fans so lange hingearbeitet haben. Und auch bei den Gästen auf der Einweihungsfeier kommt der Bunker ganz gut an. Ein erstklassiger Verein hat erstklassige Fans und es haben die Sportfreunde fantastisch bewiesen. Unser Stadion ist schon klasse, aber der Fanbunker, der ist ebenbürtig. Fantastisch, ein riesengroßes, sehr ambitioniertes Projekt, was die Jungs und vor allem Sportfreunde e.V. Wirklich klassisch umgesetzt haben. Super Idee, was die daraus gemacht haben. Eine einmalige Chance, wenn man Geschichte und Gegenwart verbinden kann. Weit über 10.000 ehrenamtliche Stunden sind in die Sanierung des alten Bunkers geflossen, in dem hoffentlich der ein oder andere Fürther Erstligasieg gefeiert werden kann.